Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dynasty. Ich krieg das noch irgendwann hin. Irgendwann krieg ich es noch hin. So, aber wir hatten uns ja jetzt noch das letzte Mal ein paar Spiele gemacht. Und ich werde jetzt mal denselben Weg ähnlich wieder zurückgehen. Wegpunkt setzen. Und vielleicht werden wir da gleich nochmal die Wildschweine finden. Ich hoffe es sogar. Ich will Rache üben an den Wildschweinen. Und deswegen hoffe ich mal, dass wir denn jetzt auch genug Holzspeere haben, um das zu schaffen. Weil wäre ja ein bisschen traurig, wenn nicht, ne? So, dann müssen wir sowieso nochmal gucken, dass wir vielleicht nochmal Hasen jagen gehen. Aber ich glaube, das werden wir dann wohl wahrscheinlich eher durch Fallen machen. Ich weiß ja noch nicht. Aber wie gesagt, ich bin auch noch nicht im Winter gewesen. Deswegen, ich weiß noch nicht, ob wir jetzt da vielleicht im Winter arge Probleme kriegen werden. Oder nicht. Eigentlich müsste man die eigentlich ganz gut hören können. Okay, da ist wieder der Lux. War ja hier irgendwo, ne? In der Nähe. Erstmal wieder ein Wildschwein finden hier. Auf jeden Fall haben wir hier Hasen. Die ich wunderbar jagen kann, aber... Oh, was haben wir denn hier? Oh. Hallo? Eine bronzene Axt. Brennholz. Okay. Ihr seid friedlich, oder? Ich habe auf jeden Fall eine geile Axt gefunden. So wie es aussieht. Ja, das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Mit dem Jagen, das, ich hätte lieber einen Bogen oder so. Mit dem Jagen ist ja schon riesig schwierig hier. Ah, jetzt sehe ich aber die Wildschweine wieder nicht, ne? Mit dem Bisons, da wollte ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. Na gut. Müssten wir einfach mal schauen. Auf jeden Fall müssen wir dann auch mal gucken, dass wir jetzt Werkzeug und ähnliches für Geld herstellen. Ich glaube, das wäre auch nicht so verkehrt. Eine Eisenschaufel. Und ganz viele Steine. Jetzt bin ich überladen, verdammt. Könnten aber Zweige sammeln. Wir haben ja schon Zweige. Daraus könnte ich vielleicht nochmal ein paar Äxte bauen. Oder nochmal ein Steinmesser. Moment, was ist denn leichter? Oder was gibt mehr Geld? So, das hier hat einen Preis von 40, genauso wie das hier. Und ein Steinmesser ist leichter als eine Steinaxt. Okay, gut. Das heißt, ich weiß jetzt, was ich baue. Und kostet von den Materialien her fast dasselbe. Und somit werden wir deutlich leichter, weil 0,5 kriegen wir doch eher hin als... den Rest. Und für 40, oh, das ist ja relativ einfach. Ich muss nur aufpassen, dass ich meinen Messer nachher nicht verkaufe. Was mich aber interessiert, wenn es Haltbarkeit verloren hat, dann kostet es immer noch 40. Na denn. So, können wir uns noch irgendwas bauen? Nee, noch eine Handarbeit kriegen wir jetzt nicht hin, aber wir sind wenigstens leicht genug gerade wieder. Moment, ich könnte ja
den werde ich nie wiederfinden, ne? Damit wir einfach mal rüberrennen können. Vielleicht werde ich ihn da drüben irgendwo wiederfinden. Und dann gucken wir, dass wir jetzt hier in der Nacht vielleicht mal ein bisschen produktiv sind und vielleicht nochmal ein bisschen Werkzeug herstellen. Das ist das Billigste ist, oder das Einfachste momentan ist ja wirklich Steine sammeln und zusehen, dass wir daraus was machen. Aber gucken wir mal. Ich kann ja jetzt hier erstmal, ja hier, Zwiebelsamen legen wir jetzt erstmal mit rein. Denn die Steine lege ich jetzt erstmal alle mit rein. Das Leder legen wir mit rein. Federn. Zack. Brennholz. Plus 5 Holz. Ah, das wird also als Holz anerkannt. Oder wie? Mhm. Verdorbenes. Plus 3 Nahrung. Gibt uns auch nichts. Mhm. Ah, okay, das dient denn auch als, was anderes. Gut, dafür kriegen wir dann halt auch nichts. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe ja hier jetzt noch Trockenfleisch im Zustand von 75 und ich habe ja hier auch Trockenfleisch im Zustand von 87,5. In der Kiste gammelt das sogar langsamer als im Inventar. Gut, dann nehme ich hier die 15 erstmal wieder mit. Das ist dann jetzt unser Essen. Der Rest hat jetzt hier noch nicht wirklich angefangen zu gammeln. Gut, und bei Werkzeug können wir ja jetzt auch. Also wir haben jetzt eine bronzene Axt. 40 Schaden, 30 Gewinnung. Bin ich ja mal echt gespannt. Unsere Steinaxt hält ja nicht mehr lange. Dann lege ich hier jetzt erstmal die Steinmesser alle beiseite. Was macht mich denn noch? Stimmt, die Eisenschaufel macht mich ja jetzt erstmal so schwer. Und dann würde ich sagen, hier das eine Messer, das packen wir auch nochmal erstmal wieder rein hier. Wir müssen ja gucken, dass wir, wenn wir jetzt hier ein bisschen was machen, auch ein klein wenig leichter sind. Achso, die Speere könnte ich ja jetzt erstmal wegpacken. Wobei, eigentlich brauche ich keine Speere gerade, ne? Eigentlich bräuchte ich jetzt gerade keine Speere. Das heißt, wir machen jetzt erstmal hier nochmal wieder Holzbeschaffungsmaßnahme. Das war vollkommen falsch. Das war jetzt Gewohnheit. So. Zweige und das Ding haut mir gleich auf den Kopf hier. So. Holz mir jetzt ein bisschen. Okay, jetzt ist es kaputt. Jetzt könnten wir mal die neue Axt ausprobieren. Die vielleicht besser ist. Ich weiß noch nicht, ob man sowas reparieren kann. Das würde mich auch interessieren. Ach ne, die haben wir ja noch bei. Die hätte ich ja jetzt nur ausrüsten müssen. Oh. Die sieht auch noch ganz gut aus. Ja, wollen wir mal gucken hier. Ja, so weit. Was jetzt beurteilen kann, ist sie ein bisschen stärker. Und das passt eigentlich ganz gut. So, dann können wir hier jetzt noch ein bisschen weiter aufräumen. Um das ganze Lagerchen hier. Ich glaube, sowas wie Pilze oder ähnliches, die vergammeln, die sollte ich dann auch gucken, dass ich die dann verkaufe. Ich sollte aber jetzt langsam wirklich mal was essen. So, hier, das Trockenfleisch. Davor haben wir es ja. So, wunderbar. Haben wir auch wieder ein paar Kilo gespart. Dann gehe ich nochmal kurz zum Wasser. Dann könnten wir vielleicht rein theoretisch auch nochmal ein bisschen was bauen, ne? So.
Moment, wir haben doch noch... Jägerhütte hatten wir jetzt. Wir hatten doch noch eine Werkstatt gekriegt. Hier. 8 Holzstämme brauchen wir dafür. Na denn. 2 kriegen wir hier noch raus. Und dann sind wir auch überladen. Aber das ist nicht weiter wild. Weil dann könnten wir ja schon mal ein Produktionsgebäude bauen. So, dann machen wir das einfach mal. Hier daneben hin. Ja, das passt. Oh, die Werkstatt wird noch von oben gemacht. Okay. Na gut, dann holen wir uns mal kurz die Holzstämme aus dem Lager. So, machen wir mal. Ich denke mal, 5 Stück dürften reichen. Und holen wir uns hier nochmal den Rest Stroh raus. Dann gucken wir nochmal, ob wir unsere Werkstatt hier nicht fertig kriegen. Aber dicke. Dicke. Ist ja nur ein Dach, was wir reinhauen müssen. Ich glaube, den Holzhammer sollten wir dann eigentlich auch eher in der Kiste lassen. Und nur dann, wenn wir ihn brauchen, benutzen. So, ich brauche einen neuen Holzhammer. Halt. Anlegen hier. Und dann haben wir ein neues Gebäude. Werkstatt. Und hier haben wir jetzt eine Werkbank. Aus Weiden und Holz. Aha. Einfache Fackel. Und was haben wir hier? Vasen und Blumen. Aha. Ah, und hier können wir dann auch die Eimer herstellen. Aus Brettern. Dann will ich jetzt mal gucken. Lege ich erstmal den Holzhammer ab. So. Dann sind wir den erstmal los. Den legen wir erstmal ab. So, aus Stöcken können wir ja sowieso jetzt nichts weiter machen. Das heißt, ich bräuchte ja dann rein theoretisch erstmal noch ein bisschen Holz, daraus dann Bretter machen. Das heißt, ich werde jetzt die Axt gut hier einnutzen. Ist ja eigentlich auch nicht, was wir permanent brauchen. Wenn wir unterwegs sind, dann sollte ich vielleicht Speere mitnehmen und vielleicht noch ein Messer, damit man was jagen kann. Oh Gott, ist das dunkel. Kann ich eine Fackel nebenbei halten? Ja. So. Gut, das klappt nicht so ganz. Oh, hier ist noch ein Holzstamm. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Meine Fackel hält ja noch ein bisschen was. Aber jetzt könnten wir doch hier rein theoretisch Bretter herstellen. Ja, wird aus Holzstämmen gemacht. Dann machen wir doch jetzt einfach mal 10 Stück. Ein Brett haben wir gekriegt. Die sind auch ein bisschen leichter. Zuerst machen wir das halt alles per Hand und alles selbst. Das heißt, wir kriegen auch mal 2 Bretter raus. Das müssen wir mal in Relevanz sehen, was jetzt sozusagen ein Brett an Wert hat. Und was nachher ein Holzstamm als Wert hat. Weil wenn nachher das... Das wäre ja dann auch noch eine Möglichkeit, dadurch
Geld zu generieren. Wenn es nicht so viel sein wird. So, ein Brett hat einen Wertpreis von 4. Ein Holzstamm hingegen von 2. Und wir kriegen deutlich mehr Bretter raus. Okay, cool. Also Weiterverarbeitung und so weiter passt ganz gut. Aber jetzt machen wir uns erstmal hier aus den Brettern, machen wir uns jetzt 10 Eimerchen. Weil die haben wir ja mal für teuer Geld gekauft, die Wassereimer. Jetzt könnten wir sie doch selbst machen und auch selbst Wasser herstellen. Also, in dem Fall haben wir dann genug Eimer. Jetzt müssen wir dann nur gucken, ob wir das dann mit dem Wasser auch hinkriegen. Dass wir dann in die Eimer auch Wasser reinkriegen. Und Produktion kriegen wir dadurch definitiv. Das einzige Blöde ist, es ist halt jetzt mitten in der Nacht. Da hätte ich mir das ein bisschen heller gewünscht. Aber okay, gut. Dann haben wir das jetzt schon mal gemacht. Küche. So, und jetzt hier können wir doch jetzt Wasser machen. Okay. Nur alles mal gemacht haben, ne? Gut, jetzt haben wir hier im Fass noch einen Eimer. Den kann ich eigentlich mal rausnehmen. Und dann kann ich hier Eimer mit Wasser. Hat jetzt 30. Der Eimer kostet prinzipiell 30. Dann packe ich jetzt zum Beispiel die Eimer jetzt hier rein. Mache jetzt hier aus dem einen auch nochmal einen Eimer Wasser. Das ist ja der gekaufte. So. Und dann sind wir die an und für sich jetzt erstmal los. Jetzt werde ich nochmal ein bisschen was essen. Und rein theoretisch hätten wir jetzt sogar für Wasserverwendung. Das läuft doch langsam. Das läuft doch langsam. So, dann wollen wir hier nochmal ein bisschen weiter abholzen. Schauen wir doch mal. Na? Dass wir hier jetzt halt nochmal ein bisschen was reinkriegen. Wäre halt cool, wenn man aus den ganzen Stöcken, die man jetzt hier rundherum noch hat, sondern da vielleicht noch mal ein bisschen mehr rauskriegt. Außer jetzt nur mit den Steinen jetzt hier. Ah, jetzt trage ich schon zu viel. Aus Holzstamm und Stöcken kann man auch Hämmer herstellen. Das sind 10, das heißt 4 Stück kriegen wir hin, ja. Mach ja einfach nochmal ein paar Holzhämmer. Weil das wird ja dann alles nochmal ein bisschen leichter. So, packe ich erstmal kurz die Fackel weg, weil das wird langsam schon wieder hell. Jetzt müsste ich mal gucken. So ein Holzhammer, na gut, kostet 30. Und hat 4 Kilo Gewicht. Die Steinmesser sind eigentlich bis jetzt am besten. Na komm, dann nehmen wir uns hier mal kurz die ganzen Steine. Die paar hundert Stöcke hier mal raus. Und dann machen wir uns hier doch nochmal ein paar Steinmesser und werden jetzt der Steinmesserlieferant. Dann dürften wir dadurch eigentlich auch nochmal ein bisschen Geld generieren können. Das wäre ja dann gar nicht mal so verkehrt. Hoffe ich mal.
Und Herstellung und ähnliches kriegen wir ja dadurch auch nochmal. Onigos Geschichte, kehre zusammenbaut zurück. Jetzt schon? Oder habe ich das jetzt nicht richtig gemacht? Na, jetzt muss ich das mal durchwarten, bis er hier einmal die ganzen Steine verarbeitet hat. Ah, es wird schon ordentlich leicht gerade. So, Steine und Stöcke zu Steinmessern machen, könnte uns vielleicht das Geld bringen, was wir brauchen. Aber jetzt so mitten in der Nacht zurück, das könnte ein bisschen schwierig werden. So. Neue Quest. Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt Mitternacht oder so. Gut, wir haben hier noch Holzstämme. Die Holzstämme werde ich jetzt erstmal reinschmeißen. Dann den Stein, der übrig geblieben ist, den schmeißen wir auch mal mit rein. Die Federn, ich weiß nicht, ob wir sie nachher nochmal brauchen, genauso wie die Stöcke. Die packen wir auch nochmal rein. Und dann haben wir ja jetzt hier Steinmesser hier. Davon können wir uns ja jetzt ein paar mitnehmen. Holzspeere habe ich ja eigentlich noch genug da. Nehme ich gleich nochmal ein paar mehr mit. Wollen aber auch nicht übertreiben. So, das heißt, ich habe jetzt 5 Holzspeere. Zum Wehren dürfte es reichen. 16 Steinmesser zum Verkaufen. Na, eigentlich 17, 18. Eins werde ich dann behalten. Dann werde ich auch die Axt wieder ablegen. Ich glaube nicht, dass wir die jetzt nochmal brauchen. Die Holzschaufel werde ich weglegen. Die Fackel behalten wir. Ist ja auch ganz schön schwer, ne? Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich bin es eigentlich immer gewohnt, so Werkzeug mit mir rumzutragen. Aber gut, das muss ich mir dann merken, dass ich dann hier nicht immer das Werkzeug mit mir rumschleppe. Ich bin ja kein Packesel. Ja, Brennholz, Preis 2. Hilft deinen Dorfbewohnern warm zu halten, ja. Gut, dann gucken wir jetzt hier. Wir haben hier jetzt noch zum Beispiel die Speisemorchel. Die nehme ich jetzt nochmal mit. Ich denke mal, der Riesenschimmling, der wird sich auch absetzen. Das Verdorbene, ich weiß nicht, kann Verdorbenes noch weiter verderben? Wäre möglich. Aber gut, dann rennen wir jetzt erstmal zu Sambor zurück. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich jetzt hier meine Bewaffnung erstmal wieder reinpacke. Besser ist es. Habe ich eigentlich noch Essen bei? Ich habe noch 3 Trockenfleisch bei. Ich habe aber vorher auch noch nie wirklich was Giftiges gegessen. 17 Vergiftungen. So, wir haben jetzt 0,5% Vergiftung. Okay, das wäscht sich instant wieder weg. So wie es aussieht. Also rein theoretisch kann man auch die ganzen Pilze essen. Ich habe jetzt echt gedacht, okay, gut, die giftigen Pilze sollten wir jetzt nicht essen, auch wenn es jetzt nur 0,5% ist. Aber wenn sich das so schnell wieder aufsetzt, ist das doch gar kein Problem. Gut, dann rennen wir jetzt noch einmal kurz zu Sambor zurück. Und ich sollte aufpassen, dass ich hier jetzt nicht auf irgendwelche Tiere hoffentlich stoße. Aber ich glaube nicht, dass in der Nacht jetzt hier irgendwas an Getier sein wird. Vielleicht die Wölfe. Aber auch die müssen doch mal schlafen. Das Blöde ist, man sieht halt nichts. Ich will jetzt auch nicht die Fackel anmachen, weil ich weiß nicht, ob... Na, eigentlich müssten die Tiere ja vor Feuer Angst haben, ne? Aber ich glaube, das hilft mir dann eh nicht. Weil ich sehe ja sowieso kaum was. Ich sehe hier nur Bäume.
zwischendrin. Okay, ich höre da hinten einen Elch. Also die Tiere schlafen nicht. Deswegen ganz schnell hin. Und hoffen, dass wir hier nicht in die nächsten bösen Tiere reinlaufen. Das wäre mir am liebsten jetzt. Aber so weit dürfte es nicht mehr sein. Ist ja nur noch 100 Meter. Und dann machen wir einen Nachtspaziergang bei ihm. Okay. Hier ist sogar noch ein Feuerchen an. Wir sind aber bei ihm da. Gut. Dann machen wir das jetzt hier erstmal aber einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.